Hello, hello. Mal wieder ein Haul, ein Einkauf. Genau, ein Einkauf. Und zwar habe ich so ein bisschen gesammelt. Ich finde das doof, immer so für zwei, drei Teile da irgendwelche Videos zu machen. Wobei, ich weiß sowieso nicht, also mit diesem Holz. Ja, ist das so eine Sache, ne? Ja, egal. Auf alle Fälle habe ich ein bisschen was zusammengesammelt. Fangen wir mal hier mit an. Der geübte Kenner, der geübte Bastler weiß dann auch schon, aus welchem Shop das ist. Das ist von Papier und Feder von der lieben Ines. Mit dem wunderschönen Verpackungspapier. Oh, ich liebe das. Ich liebe das einfach mal. Ne? Kann man so schön weiterverwenden. Raschel, raschel. Ja, ist jetzt vorbei geraschelt. Und hier sind dann wieder, wie das immer so ist bei Ines, ihre Goodies. Ihre Goodies. Einmal ihre Visitenkarte, falls es noch jemanden gibt, der diesen Shop nicht kennt. Was ich fast nicht glauben kann. Sehr schöne kleine. Das ist Reispapier, auch nicht schlecht. So als kleines Dankeschön. Dann natürlich eine Karte dabei. Auch die Karte kann man im Übrigen weiterverwenden. Also das macht sie wirklich immer total süß. Bin ich echt immer sehr erstaunt. Da sind dann noch mal so ein paar kleine Standteile oder so in der Art. Also alles, was man eigentlich so fürs Journal oder generell zum Werkeln benötigt oder gebrauchen kann oder wie auch immer. So, mal darüber. Dann hatte ich mir diese Karten hier bestellt. Sind auf der Rückseite, also nur einseitig benutzt, benutzt, nur einseitig bedruckt. So, dachte mir, falls ich dann doch noch dieses, ja nicht falls, also ich bin mir eigentlich doch jetzt mittlerweile schon sicher, dass ich daraus was machen werde, ein Journal, das von Stamperia dieses Rose Parfum oder Rose Parfum, ne, dieses Set. Und da finde ich, passen diese Kärtchen richtig gut. Sind immer drei dieselben. Also finde ich schon sehr schön. Selbst wenn, ne, nicht als Journaling-Karte oder so, die kann man auch als Collagen nehmen. Finde ich sehr schön. Ich habe sowas in der Art schon mal bei Ines bestellt mit Gräsern und Kräutern, so Herbarium-mäßig. Und dann habe ich hier diese Nöpsel. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Diese Nöpsel, also so Öffner. Öffner oder Verschließer. Aber ihr wisst ja alle, ne, beim Videodrehen findet man immer neue Wörter. Weil man da immer irgendwie Wortfindungsprobleme hat. Das Tütchen können wir gebrauchen. Passt ganz gut in die Zine-Aktion momentan. Ne? Diese Größe. Dann, ich bin ja kein Washi-Typ-Mensch. Das wissen ja mittlerweile einige, die meine Videos gucken. Aber ich habe tatsächlich Washi-Tape gekauft. So, ich den Eingang, den Anfang natürlich. Mein Gott. Also. Ich finde, das ist richtig schön. Ich mag ja generell so diese, ja, Tapetenmuster nicht, aber halt dieses florale, wie nennt man das denn? Da gibt es doch so einen Begriff für. Ja, Tapetenmuster dann halt, ne? Damask und floral, also oder Barock, ne? Diese Muster mag ich ja generell sehr. Deswegen musste das hier einziehen und dann das andere. Weil ich bin ja immer noch zugange mit Hexenjournal und Piratenjournal soll ja auch noch folgen. Dann gab es bei Ines im Shop. Kommt schon. Das hier. Also bitte, Leute, wer immer ein Hexenjournal macht oder mit Piraten oder so, der muss doch dieses Washi-Tape haben. Geht doch gar nicht anders. Geht doch gar nicht anders. Ja. Und außerdem, Totenköpfe ist sowieso meins. Dann gab es diese Bögen.
kann man Journaling-Karten draus machen, kann man Text draus machen, kann man für Collagen nehmen. Ist dickeres Papier, steht das eigentlich drauf. Ja, 250 Gramm Tour. Von der ITT Collection ist es, glaube ich, ja. Also ich mag ja diese Steampunk-Muster und generell hier so mit Rost und so ist sowieso meins, also von daher. Ja, und natürlich diese Tapetenmuster, in Anführungsstrichen, ne? Floral, wie sagt man denn? Jacquard-Muster, genau, Jacquard-Muster, Damask-Muster. Also das ist so genau mein Geschmack. Dann hatte ich beim Januarsin hatte ich ja eine Tierkarte benutzt und ich bin angeschrieben worden, nicht nur als Kommentar, sondern auch per Mail, wurde nachgefragt, wo ich dieses her hätte. Das war eine, wo ich, ich weiß jetzt nicht genau hundertprozentig, ob ich die jetzt vom Etsy-Shop habe oder, aber ich habe auch ein komplettes Bastelkonvolut mal aufgekauft, wo auch einiges solche Sachen drin waren. Auf alle Fälle wurde ich gefragt, halt, wo ich diese Katzenkarte her habe. Und dann habe ich gesehen, dass auch Ines solche Sachen im Shop hat. Also, ich meine, ich habe das sogar schon mal da gekauft. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf alle Fälle kommen mir diese Motive sehr bekannt vor. Also ich meine, die gibt es auch größer. Ja, egal. Auf alle Fälle, wenn noch jemand Interesse hat, also bei Papier und Feder, gibt es auch diese Tiermotivkarten. Ja, dann musste dieser Block natürlich mit. Ach, bevor wir zu dem Blog kommen. Liebe Ines, recht herzlichen Dank für diese Musterprobe. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich kann dich jetzt auch verstehen, warum du Probleme hattest, das zu beschreiben, mit was das vergleichbar ist. Weil das kann man gar nicht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit irgendwas. Ich weiß auch nicht, warum die, ich gehe mal davon aus, dass sie das wegen der Struktur stoffähnlich nennen. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Kamera einfangen kann. Weil wenn man die ist ganz nah, ne, sieht man das vielleicht. Von der Struktur her sieht es aus wie Stoff, ne, wie so ein Baumwollstoff. Jetzt mit dem Muster drauf könnte man meinen, wie so ein Geschirrtuch. Ne? Also von der Struktur her sieht das schon aus wie Stoff. Aber es ist, ja, es fühlt sich irgendwie auch so kunststoffmäßig an, ne? So Plastik, also so wie hauchdünnes Plastik, aber es ist Papier. Und ich dachte, weil in den Beschreibungen der Firma von Canvas Art gesprochen wurde, habe ich wirklich gedacht gehabt, das wäre wie so ein Canvas Papier, so ein Baumwoll-Leinenstoff halt, ne? Aber es geht wirklich, ich denke mal, wirklich nur wegen der Optik, dass das so aussieht, als wäre das Stoff. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem danke, dass ich das mal testen durfte. Also, das kann man wirklich mit nichts vergleichen, ne? Gut, gut. So, und dann natürlich hier. Was soll ich sagen? Habe ich mich natürlich sofort drin verliebt. Ja. Craft O'Clock. Habe ich auch schon einige Blöcke von, beziehungsweise den Vintage Beauty. Das war das allererste, was ich davon hatte. Da habe ich ja unter anderem hier das draus gewerkelt. Also hier die Journal in a Box. Das ist mit dem, und das fand ich schon mega. Ne? Ja, und jetzt kam das und musste ich dann natürlich auch direkt haben, weil ich finde die einfach wunderschön. Also, das ist Romantik pur, würde ich sagen. Romantik pur. Und ich finde, vom Design her ist Craft O'Clock schon wirklich sehr, sehr
ja. Kopieren würde ich jetzt nicht sagen. Nein, das geht ja nicht. Aber die sind schon sehr nah dran an Stamperier. Wobei ich bin ein großer Fan von Stamperier. Ich liebe da wirklich, also es gibt kaum irgendwas, was ich nicht mag bei Stamperier. Von daher, da hat die italienische Dame, die das damals entwickelt hat, wirklich gute Ideen gehabt. Sie hat das nämlich die Ideen in den 80ern gehabt. Mit der Devise, dass jeder normale Mensch Material haben sollte wie ein Künstler, um dann halt seine eigenen Kreationen zu machen. Und so ist die Idee zu Stamperia entstanden. Das ist nämlich keine amerikanische Firma, wie viele immer denken. Nein, nein, der Ursprung ist Italien. Ja, das zu diesem Papier. Das Schöne ist bei Craft O'Clock, dass sie halt auch so Extra-Sets haben, diese Ephemera-Sets und so. Und auch diese zum Ausschneiden. Allerdings, Nachteil bei dieser Firma ist halt, die haben echt Probleme mit der Lieferung immer, ne? Also, ja, so ist das dann halt. Jo, das war mein Einkauf bei Papier und Feder. Räum das mal ein bisschen rüber, schaff mal Platz und jetzt kommt der Rest. Die habe ich, glaube ich, von Amazon. Ich meine, ja. Ich hatte mal so kleinere, so ein Dreier-Set mit den kleinen. Eigentlich wollte ich noch eine etwas größere haben, aber die sind momentan ja überall ausverkauft, weil La Blanche damit hantiert hat in Videos und natürlich alle Welt auf einmal alle diese Masken haben wollte. Ja, vor 20 Jahren war das schon mal Trend gewesen oder 25 Jahren. Da hat man daraus halt diese venezianischen Masken gegossen. Ne? Also gegossen und dann so angemalt, mit Federn dekoriert, mit Perlen, allen Pipapo. Daher hatte ich die noch. Wie gesagt, irgendwo habe ich so ein kleines Dreier-Set rumfliegen. Ja, die habe ich jetzt bei Amazon gekauft, weil die woanders ja nirgendwo lieferbar gewesen ist. Und ich habe tatsächlich das vor, was auch La Blanche in ihrem Live-Video gezeigt hat, mit diesen Shadowboxen. Also Shadowboxen werde ich mir selber bauen auch. Das habe ich schon getan. Da habe ich nämlich für meine Tochter so Insekten, also Motten, gegossen und da reingesetzt in so kleinen, ich glaube, waren 15x15 Shadowboxen habe ich gebaut. Ja, und das werde ich dann halt hier mit diesen Masken auch machen. Aber meine To-Do-Liste ist lang. Lang. Aber es ist ja immer so, ne? Man sieht dann wieder was und ja, kommt dann wieder auf die Liste. So, dann habe ich es wirklich getan und war mal wieder beim Action. Oh, dieser Laden, ne? Das macht mich fertig. Das macht mich einfach fertig. Also, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Papier. Ist ja nicht so, als wenn man kein Papier hat, ne? Aber, ja, diesen Blog habe ich gesehen bei Petra Lemmy und ich fand den so mega klasse. Und ich habe mir gesagt, sobald ich zu Action komme, muss ich gucken, ob dieser Blog da ist. Weil ich fand den einfach toll. Ich fand den einfach toll. Ist doch einfach traumhaft. Ne? Ja, ich weiß, der ist sehr bunt, total ungewöhnlich für mich eigentlich, aber hallo Leute, wir bekommen Frühling und dann möchte auch ich gerne mal so bunte Sachen haben. Aber ich denke, den kennt auch jeder schon irgendwie so, ne? Ist halt der mit den Blumen und den Papageien und den bunten Vögelchen. Ja. Ich finde den einfach toll. Ja, und schwarz-weiß ist natürlich sowieso, schwarz-weiß brauche ich immer. Mein Kind mal zu mir gesagt hat, Mutter, bei dir geht die Farbe verloren. Ja, schwarz-weiß. Ich liebe schwarz-weiß. Ich liebe schwarz-weiß. Aber denke ich auch, den kennt schon jeder, weil ich glaube nicht, dass es neue Blöcke sind. Die gibt es schon einige Wochen. Aber wie gesagt, ich komme halt nicht so oft zur Action oder beziehungsweise ich gehe halt nicht so oft zur Action, weil sonst würde ich ja arm werden, wenn ich da einmal die Woche, ich kann das auch gar nicht verstehen, wie manche Leute einmal die Woche zu Action gehen. Also habe ich überhaupt keinen, kann ich nicht nachempfinden, weil so viel kann ich gar nicht basteln, wenn ich da jede Woche so riesen Einkäufe mache.
Ja. Ist schon grenzwertig, was ich da so kaufe, finde ich. Schon sehr grenzwertig, ja. So, dann habe ich dieses mitgebracht, weil ich brauchte Fineliner. Dann natürlich darf mein Packpapierband nicht fehlen. Ja, immer wenn ich Boxen bastel oder Journal, also immer wenn ich mit Pappe arbeite, und ich arbeite wirklich viel mit Pappe, dann brauche ich das, weil ich damit halt zusammenklebe und auch die Ränder verschönere. Genauso musste wieder, ne? Masking Tape nehme ich immer gerne für meine Stanzen, damit ich die, weil ich habe keine Magnetplatten oder so, sondern ich mache so ein kleines Stückchen da drauf, wenn ich die durchkurbel, damit die nicht verrutschen. Dann wollte ich den mal testen. Ich bin ja nicht so der Freund von so Klebestücken, aber ich werde den einfach mal testen jetzt. Mal schauen, ob der was taugt. Dann durfte noch mal mit hier so ein bisschen Band. Davon habe ich schon mal Pakete geholt. Ich glaube, um die Weihnachtszeit war das gewesen. Das nutze ich schon mal gerne für so kleine Schleifchen machen. Oder wenn ich im Journal irgendwas einbinde, ne? Dass ich so ein hier drauf lege und dann mit dem Bändchen noch mal extra. Dafür nutze ich die schon mal gern. Und dann ein paar Holzklöpfchen. Wobei es mir da auch wieder nur um den Kasten ging. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe jetzt mittlerweile schon eine ganze Sammlung verschiedener Größen davon. Mal schauen. Dann natürlich meine Modelliermasse. Weil ich nämlich demnächst, ich habe so eine, wie nennt man das eigentlich? Eine Empore, nennt man das so? Das ist so ein Gestell mit drei Beinen, und da drin ist so ein Terrakotta-Gefäß, so ein ganz großes, langes, ich glaube, das ist ein Meter. Ne, das geht halt spitz zu. Ja, ich meine, das heißt Empore oder Empore, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, die habe ich schon mal, die ist nicht mehr Terrakotta, ich habe die schon mal bemalt mit Schalki, mit Kreidefarbe. Ja, und jetzt möchte ich dann demnächst mal die mit so ein paar Modellierungen verzieren. Ich weiß ja nicht, ob ich das per Kamera mache, weil ich weiß nicht, wie ich das, weil diese halt so groß ist, wie ich das hantieren soll. Mal schauen. Aber zumindest spätestens Fotos gibt es dann zu sehen davon. Dann hatte ich die mal irgendwo in irgendeinem Haul hatte ich die gesehen. Fand die auch ganz hübsch. Dachte, nehm die mal mit. Die sind ja schon so geprägt. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Kann man das sehen? Verschiedene Farben und verschiedene Muster sind da reingeprägt. Auch keine Neuheiten bei Action. Gibt es auch schon länger. Ja, zwei verschiedene Farben. Natürlich auch andere Muster wie gerade. Hier sind da mehr so Blümchen oder so Kreuze, Streifen und dann noch mal so Sternchen. Ja, also wie gesagt, steht jetzt da drauf, was das für Maß ist, aber ich glaube doch da 30 mal 15, 250er Grammatur. Ja, kann man bestimmt gut Zubehör mit werkeln. Dann natürlich, na, der muss ja auch, brauchte ich da neu, weil ich hatte kein Kraftpapier mehr. Soll man nicht für möglich halten. Mir ist das Kraftpapier ausgegangen. Ja, dann musste noch mal diese Sticker mit. Die habe ich ja schon mal dort geholt. Ich finde die einfach toll. Diese Muster, also nicht alle, klar, ne, aber diese Muster finde ich ganz hübsch. Da sind, steht das eigentlich dabei? Ich glaube, das ist nur ein Bogen, ne, oder? Nein. Vorder- und Rückseite. So. Ich versuche das so, dass das nicht blendet. Also dieser Vintage-Stil ist auf alle Fälle. Dann haben wir hier ja so ein bisschen Hexe.
Ne, Zauber, Elfe, kann man, ja, Herbarium, kann man alles mitmachen. Ich habe, das erinnert mich so ein bisschen, ich habe für mein Hexenjournal nicht nur das Hexenpapier-Set von Funkelkram, sondern auch von Etsy aus dem Etsy-Shop habe ich eins gekauft. Ich bin gerade am überlegen, Celtic heißt das, glaube ich. Aber wenn ich das Flipthrough mache, dann werde ich das auf alle Fälle mit verlinken. Und sie hat ja sehr irisch angehaucht und alles mit so, ne? Also das sind genau die Grüntöne, die sie auch in dem Papierset drin hat. Deswegen gefiel mir das so gut. Ja, und natürlich, ne, die Piraten sind hier unterwegs. Darf natürlich das nicht fehlen. Ja, also sollte jemand an dem Piratenset arbeiten, ne? Und noch Sticker benötigen, gibt es bei Action. Das war dieses. Und dann nochmal Pinsel. Pinsel gehen auch immer. Und dann habe ich mal diesen mitgenommen. Ich habe keine Ahnung und lasse mich da echt überraschen. Ich habe ja diese. Na, dann gucken da. Ich habe ja diese hier von Action. Die Metallic Wasserfarben. Da bin ich echt mega von begeistert. Aber die habe ich nicht mehr gefunden. Die habe ich nicht mehr gefunden, sonst hätte ich die noch mal mitgebracht. Aber hier sind auch Metallic-Farben drin. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Ich habe den auch zuvor noch nie dort gesehen. Ich bin mal dann gucken, wie ich den aufbekomme. Ich liebe ja solche Verpackungen, wo man 7000 Gerätschaften benötigt, um die aufzubekommen. Und am Ende hat man sich nur verletzt. Meine Matschereien, die ich damit vorhabe. Ich hatte ja die Tage schon mal ein Video gezeigt, wie ich mit den Metallic-Farben da hantiert habe. Der ist auch ganz schön schwer. Wieso ist der denn so schwer? Das ist echt das Metall, was so schwer ist. Okay. Ja, das ist ganz schön schwer hier. Jo. Ja, Ute, ist schon nicht so einfach, ne? Ist echt so zu gemacht. Okay. Dann halt so. Gibt es ja auch Tischwäsche bei Action. 1,40 Meter mal 2,50 Meter. Wenn man dann mal hier drauf schaut, das ist 70% Bio-Baumwolle und 30% andere Baumwolle. Und deswegen ging das mit, weil ich nämlich unifarbenen Baumwollstoff gebraucht habe. Ich finde, man kann nämlich auch solche Sachen auch fürs Cover nutzen. Kann man bedrucken, kann man mit Farbe drauf hantieren, stückweise abschneiden und für die Größe, für den Preis, ja, da musste das auf alle Fälle mit. Wie gesagt, 1,40 Meter mal 2,50 Meter. Und ich habe jetzt bezahlt, glaube 10 Euro, 8 Euro oder 9,95 Euro. Und wenn ich Meterware kaufe, zahle ich mehr. Also die Tischdecke, die riecht aber komisch. Ja, dann schauen wir mal, was wir so weiter haben. So, dann habe ich ja noch die beiden Stanzen von Funkelkram nachbestellt. Die waren ja, als ich das Papierset bestellt hatte, waren die ja leider ausverkauft. Und dann habe ich die jetzt nachbestellt, weil die wieder lieferbar waren.
Ja, wie man sieht, wie man unschwer erkennen kann, habe ich natürlich schon benutzt. Natürlich. Stanzen muss ich eigentlich immer sofort ausprobieren. Und zwar, ne, sind die natürlich sehr schön groß. So kann ich das Piraten-Set demnächst in Angriff nehmen. Irgendwo waren die Schnupsis. Wo sind die Schnupsis? Die Schnupsis sind verloren gegangen. Da sind sie. Die Schnupsis sind verloren gegangen. Ja, die Charms hatte ich ja letztens schon gezeigt, als ich das Papierset gezeigt hatte. So, das sind nämlich die Ausstanzungen von dem Schiff. Ja. Also wie gesagt, das ist bei Funkelkram jetzt wieder lieferbar gewesen. Diese beiden Stanzen. Und dann, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich auch bei Booklooker oder Medimops und so Bücher kaufe, gebrauchte, die ich dann zum Verbasteln nehme. Ja. Und dann habe ich doch tatsächlich. Leute, guckt euch das mal an. Das ist der Klopper. Also als das kam, ich weiß gar nicht, kriegt man das ganz drauf, weil das ist schon relativ groß. Als das kam, war ich echt am Überlegen, ob ich das überhaupt verwasteln soll. Das ist ein 30er, ne? Ihr seht, also es ist schon kein kleines Büchlein. Der hat hier ein Loch mit so einem Stein drin. Schrecken der Meere. Und ich darf gar nicht erzählen, was ich dafür bezahlt habe. Also, ne? Gucken das mal eben kurz durch. Ich muss mal grad gucken auf die Kamera, dass überhaupt so, damit das nicht ganz so blendet. Also das ist nicht nagelneu, das ist gebraucht, ne? Aber ich habe keinerlei Gebrauchsspuren feststellen können an diesem Buch. Ich weiß nicht, ob da irgendwelches Zubehör drin war, gehe ich mal von aus, weil da, die war das. Weil hier, das ist eine Doppelseite, also, ne? Als wenn da irgendwas drin gewesen wäre. Klaus Störtebeker. Also es ist einfach wirklich sehr viel über Piraten halt, ne? Und dann hier. Guck doch mal. Was ist das denn bitte schön? Ich kann doch dieses Buch hier nicht einfach so. Das ist ja schon eigentlich. Schreit es doch danach. So, irgendwie. Aber ich bin ganz hin und weg. Und ne, ich sag euch gleich am Ende, was ich dafür bezahlt habe. Ich bin echt fasziniert. Und ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hätte das mal bei der Christine von Kunstschule Rissermann Art. Ich meine, sowas in der Art habe ich mal da gesehen. Oder auch dieses Buch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber irgendwo habe ich sowas in der Art schon mal gesehen. Auf irgendeinem Kanal. Also da ist wirklich alles, alles, alles über Piraten. Und jetzt hier, ne, kann man das komplett aufmachen. Und dann ist man im Inneren vom Schiff. Kann man jetzt halt schlecht sehen, weil das alles sehr blendet. Das sind nämlich Hochglanzseiten und sehr dick. Also wirklich sehr, sehr dickes Material. Versuche das mal so. Ne? Irgendwie, wenn man das auch mal so sieht. Kapitänskajüte. Also ich bin echt sehr schwer begeistert von diesem Buch. Und ich hatte überhaupt nicht geguckt auf die Maße, ne, sondern nur, ne, von wegen guter Zustand und ja, dachte für den Preis, okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das so groß ist. Ein Piratenbuch mit wirklich, ne, verschiedenen Piraten. Hier sind wir bei Blackbeard. Ja.
Edward Lowe, auch bekannt als Ned Lowe. Das sind wirklich die ganzen Geschichten zu diesen. Die ist ja wirklich dann, das ist nichts Fiktives hier. Das ist wirklich, das sind ja diese Seeräuber, die es damals auch gegeben hat. Ja, dann ist hier nochmal ein kleines Büchlein. Also, was soll ich sagen? Ist wirklich, wirklich ein ganz tolles Buch. Der Einband fühlt sich auch super an hier. Das, also ja, ich habe 3 Euro bezahlt. 3 Euro. Und ne? Theoretisch könnte man das so eventuell noch ein bisschen anders dekorieren und dann als Journal. Aber ja, ich bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt mache. Eigentlich hatte ich gedacht gehabt, ich nehme das fürs Piratenjournal, ja. Aber nun ja. Dann habe ich noch ein anderes. Hier steht sogar noch der Preis, den ich nicht bezahlt habe. Nein, ich habe etwas weniger bezahlt. Auch bei Medimops hier. Und ja, also da. Ja, soll ich sagen. Ja, das ist ein super toller Bildband und den finde ich wirklich tatsächlich zu schade, um den zu zerlegen. Da weiß ich noch nicht, wie ich hier. Also den werde ich definitiv nicht kaputt machen. Oh, das kenne ich doch hier. Das kenne ich doch, das kenne ich doch. Das ist Nut, genau. Vom Erdgott. Ja. Das habe ich doch in meinem Ägypten-Journal auch. Ja, also hier geht es wirklich nur um nordische Wahrsagetechniken, Hexen, Traditionen, wirklich alles Mögliche. Das ist ein, ja, das ist wirklich zu schade. Und nein, ich habe weniger bezahlt. Ja, wie gesagt, also ich weiß noch nicht, wie ich das hier benutzen werde, aber nun ja, weil die Seiten sind, wie gesagt, auch wirklich, ja, das ist schon ein richtig stabiler Karton. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, das war das. Jetzt hole ich mal das andere. Jo, dann geht es weiter mit, ja, Kraftelier. Mir endlich mal so ein Lochverstärker geholt, damit ich dann endlich mal meine eigenen machen kann, weil ich immer irgendwelche kaufen muss. Ja. Super, super Angebote. Und dann habe ich mal hier die Höhlen. Die wollte ich mal testen. Ich hoffe doch, dass dass die für mich nützlich sind, wenn ich den Eingang finde. Ja. Okay. Ja. Weil ich habe da echt mittlerweile, anfangs hatte ich ja nicht so viele Stempel. Mittlerweile habe ich dann doch, ne, den ein oder anderen Stempel. Und ja, ich habe zwar so einen Ordner, aber mit den normalen Klarsichthüllen, also das funktioniert bei mir irgendwie hin und vorne nicht. Mir fliegt alles raus und das flattert hin und her. Mal schauen, ob ich damit besser zurechtkomme. Mal schauen, mal schauen. Ja. Und dann bin ich ja, wie gesagt, ein großer, großer Fan von Stamperia. Immer noch hier so ein Kärtchen von Kraftelier. Brauchen wir nicht. Großer Fan von Stamperia. Ich habe wirklich schon ganz, ganz viele Molds und Stencil und ja, generell so Sachen. Und zwar habe ich mir jetzt nochmal diese. Das kann man, glaube ich, gar nicht sehen jetzt hier, ne? Muss man gerade was holen. Was holen. Auch nicht.
Kann man auch nicht sehen, ne? Auf alle Fälle ist das Alice. Also mal, wenn man Covers mitmachen kann oder halt Karten. Wobei das wären halt schon größere Karten eigentlich, ne? Aber für Cover oder so finde ich das schon ganz schön. Und hier so eine Muster. Also wie gesagt, ich, ne? Also da habe ich wirklich schon sehr, sehr viele, weil ich ab. Die darf natürlich nicht fehlen. Die Soft Mold zu dem Thema Rose Parfum, was ja Stamperia jetzt hatte vor kurzem. Wobei, also, die haben jetzt schon wieder neue Serie. Und zwar dieses Blue Dream. Blue Dream. Da gibt es dann diese. Ja, ich sag ja, ich. Ne? Also Schuld ist auch Kräftelie, weil die haben immer so tolle Angebote mit diesen Sachen. Und dann natürlich passend Die Cuts. Meine Stimme versagt. Und dann nochmal von mit dieser Parfum-Serie. Da ist dann Ephemera. Muss gerade schauen, dass das nicht so blendet. Und dann Alice. Da fange ich dann auch schon mal an zu sammeln. Ja, Alice dauert noch was. Also Alice ist ganz hinten noch auf meiner Liste. Aber wie gesagt, ich, ne, wenn das im Angebot ist, dann hole ich das dann schon mal, weil es kann ja, ob es da im Regal liegt oder es liegt bei mir im Regal. Aber ich habe es auf alle Fälle dann schon mal zum günstigeren Preis. Ja, und dies wollte ich mal austesten hier. So eine Krakelpaste. Schauen wir mal. Weil meine, das ist jetzt hier Single-Anwendung. Ich hatte ja damals die noch die gehabt von Lablanche, wo man zwei Komponenten für benötigt. Und die ist jetzt hier als Einzelanwendung. Streichen Sie Crackle County auf die Oberfläche. Nach dem Trocknen mit Acrylfarbe bemalen. Die Crackle-Effekte kommen bald zum Vorschein. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Und ja, ich habe gemeckert über die dünnen Stencil, aber. Ich habe trotzdem wieder welche geholt. Die haben jetzt wenigstens nicht solche Zacken. Und der musste dann auch noch mit. Jo. Mit den Die-Cuts fällt mir gerade mal so ein. Eine Packung. Ach, die habe ich schon aufgemacht. Die habe ich schon eingeräumt in meine Dings hier. Meine Dings, ich packe Die-Cuts ja, ne, immer um. Hatte mir ja hier aus meinen Masterboards oder wenn ich große 30x30 Blätter mit Farbe besprenkel, bespritze oder wie auch immer, da werkle ich dann auch solche Taschen raus. Und da sind dann halt meine Die-Cuts drin. Das wäre jetzt noch hier der Lady Vagabond. Ich habe was Spezielles vor mit diesen ganzen Die-Cuts. Also es ist jetzt nicht, um Bücher zu machen. Also schon Bücher, aber andere Bücher halt. Und zwar würde ich gerne demnächst auch mal so ein, wenn nicht Miniatur, wie heißen die denn? Diorama, Diorama, Diorama. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Also schon so in Richtung, ne, Miniatur, aber eben ein bisschen anders. Nicht so wie die Bucknooks. Dieses meine ich nicht. Aber wie gesagt, mal schauen. Ja, das andere habe ich schon alles an der Seite geräumt, weil ich mehrere Tage dazwischen habe und die Videos alle aneinander gehangen habe. Mit den Einkäufen gesammelt. Nun gut. Ich warte zwar noch auf ein paar Kleinigkeiten, aber man muss auch nicht immer alles hier irgendwie so zeigen. Man sieht es ja dann, wenn ich damit werke. Genau. Okay, ich würde sagen, das war's. Ich räume das jetzt weg und werde mich dann mal, glaube ich, in das Februar, nee, wir haben März, in das März-Sin stürzen. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Like, wie auch immer. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Laune habt, wenn ihr mögt, dann hören wir und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.